Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Tomb Raider 1 auf der PlayStation 1. Wir sind da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, ich versuche weiter einen Weg zu finden, wie es hier weitergeht. Letztes Mal haben wir ja alle Schalter betätigt. Bei dem einen, wo ich jetzt gerade war, da bin ich durch eine Platte gefallen. Da konnte ich ja nichts betätigen. Da haben wir alles. Hier war ein anderer Schalter, wo keine Tür aufging. Aber dafür hat sich so ein komisches Ding da verschoben. Nicht das da. Aber ich weiß halt noch nicht. Ich komme halt von hier, komme ich halt nicht da oben drauf. Also da komme ich drauf, kann aber nicht auf diesen rüberspringen. Diese zwei Felder sind zu viel. Aber... Warte mal. Guck mal. Da oben. Da ist doch was. Wie soll man sowas sehen? Das übersieht man ja komplett. Hätte ich jetzt gerade nicht gezeigt, so, ja, hier, da und da, wäre wahrscheinlich niemand drauf gekommen. So, springen, nach vorne festhalten, ja. Diesmal klappt es auch mit dem Springen. Nicht so wie letztes Mal, wo ich mal die falsche Taste gedrückt habe. So, schauen wir mal, wo das hier hingeht. Was passiert? Ach, warte mal, guck mal jetzt. Ah nee, jetzt habe ich, ja, jetzt habe ich es falsch gemacht, glaube ich. Hier komme ich jetzt hin. Und jetzt habe ich den. Ja, tot. Okay. Ich habe die ganze Zeit schon immer viel zu viel gemacht. Ich muss anscheinend erst runter, bevor ich den Hebel betätige. Okay. Da rein. Machen wir zuerst mal das hier. So, also nicht betätigen. Dann gehen wir jetzt hier runter. Deswegen hat die Musik auch immer aufgehört, weil man einfach diesen Ort verlassen hat. Und normalerweise spielt die Musik ja immer weiter. Also hier soll sie ja auch weiterspielen, so. Ja, weiter hier. So. Weil man ja so einen schönen Raum gefunden hat. Der jetzt klanglich untermalt werden soll. So, springen nach vorne fest. Haben sie auch kompliziert gemacht, ey. Und dass man da einmal durch den Raum oben rum, dann wieder runter. Ich meine, es ist eigentlich obvious, dass man eigentlich erst die ganzen Gänge reinläuft, die Schalter betätigt und dann erst. Ich will mal wissen, was hier passiert. Nicht zu weit runterfallen. Guck mal, da ist eine Tür auf. Hä? Ich bin ja woanders. Ach, jetzt habe ich eine Abkürzung freigeschaltet. Hä? Ich bin...
Ah, okay. Okay, jetzt muss ich hier lange runter, nicht so weit. Ja. So, jetzt kann ich nämlich. Oh Gott, das ist kompliziert. So, springen, nach vorne festhalten. Guck mal. Was haben wir denn hier? Okay, der schiebt sich jetzt dahin. Das heißt, diesen Raum muss ich eigentlich zuerst lösen. Wenn ich jetzt da runterfalle, sterbe ich wahrscheinlich. Guck ich mal, ob ich laufen kann. Hätte ich vielleicht springen sollen. So, jetzt ist der dahin gefahren. Jetzt kann ich wahrscheinlich den hier betätigen. Na, komm. So. Jetzt kann ich hier noch mal durch. Okay, Gott, das ist wie so ein Skillsprung. Laufen, springen, festhalten. Ne, schafft doch so. Oh, jetzt, nee, jetzt muss ich schräg. Oh Gott, ich sehe mich da schon in diese Dinger reinstürzen, ne? Nein! Oh. Ich habe doch Schritt zurückgedrückt. Man macht hier so einen Satz nach hinten. Laufen, springen. Langsam zurück. Bisschen drehen, andere Richtung. So. Okay. Oh Gott, schaffe ich das? Laufen, springen. Oh, geil. Okay, da ist noch ein Schalter. Ah, guck mal. Erste Tür. Können wir das machen? Geilen. Oh, jetzt muss ich aber. Eieiei. Jetzt muss ich auch wieder zurückkommen. Und ich darf nicht in die. Oh, falsche Taste. Da drunter sind ja so Spieße, ne? Ja. Ich wollte mich umgucken. Oh. So lange dauert. Aber immerhin weiß ich jetzt, was ich machen muss. Ja, ich habe die Taste zum Umgucken nicht gedrückt und drückt nach vorne, wo so normalerweise die Kamera dann so geht. Und ja, dann rennst du einfach mal nach vorne. Okay. Machen wir nochmal. Kommt die schöne Melodie wieder. Wo ich hoffentlich keine Copyright-Verletzung für kriege. Laufen wir wieder hier hoch. Und dann machen wir den ganzen langen Weg. Alles nochmal. So. Jetzt langsam nach vorne.
Springen, nach vorne drücken, festhalten. Das sind wirklich so drei Tasten, die ich hier drücken muss. Richtig geskillt. So hoch. Da hätten sie aber wenigstens noch nochmal einen Speicherpunkt machen können oder sowas, ne? Oh, vorhin ging die Tür auf. Warum hat das nicht getriggert? Hallo? Ah, doch, ist schon offen. Okay. Ach, sag nicht, die war von vorher noch offen. Ne, ich habe neu geladen. Oder? Ich weiß es nicht. Hätte ich mir vielleicht den ganzen Weg sparen können. So, nochmal. Vielleicht schaffe ich es auch mal ohne runterzufallen. Ich möchte nicht springen. Ich möchte den Schalter. Oh, habt ihr das gesehen? Was ein geskillter Jump. Ach komm, geh ich hier lang. Wenn man weiß, was man machen muss, dann ist es ja easy, ne? Aber so das Gefühl, die Spiele von damals, da haben sie die Spielstunden einfach damit verlängert, dass es eben solche Rätsel gibt, wo man eben nicht direkt drauf kommt und einfach Ewigkeiten in dem Level verbringt, um zu suchen. Hier gibt es ja kein NPC oder irgendwelche Hints oder so wie in heutigen Spielen, die dir sagen so, ja, guck mal hier drüben, das sieht doch interessant aus. Wenn man da im Level gleich mal nicht weiterkommt, hat man ja die ganze Zeit irgendwelche, ja. Oh, ich mach mal einen Sprung nach hinten. Hat man ja so ja eben ständig irgendwelche Hilfen. Was natürlich irgendwie auch ganz cool ist, weil man dann eben, sag ich mal, wirklich, das da oben hätte ich wirklich übersehen, das ist so, die Grafik ist so schwammig, dass da solche Einkerbungen oder sowas einfach überhaupt nicht gut zu erkennen sind. So. Nicht so weit. Drehen. Laufen, springen. Ich habe springen gedrückt, diesmal aber wirklich. Guck mal. Hey, machen wir ja. Ich laufe. Drück jetzt springen. Ja, wie viel Delay da ist? Jetzt. Das muss ich bei immer beim. Also, die macht immer so, weiß nicht, eineinhalb Schritte. Bevor sie den Befehl erst ausführt. Gut, vielleicht ist auch logisch, weil sie dann vielleicht mit dem Bein erst auf dem Boden ist, mit dem sie springen möchte. Das kann natürlich sein. Das müsste man sich mal in der Slow-Mo angucken. Das
immer interessant. Vielleicht ist es wirklich so. Ist aber trotzdem ungewohnt. Jetzt nicht runterspringen. Laufen, springen. Ja, sehr schön. Jetzt hier auch nochmal. Ein Schritt zurück. So, da wären wir. Ich glaube, ich springe einfach raus, auch wenn ich Schaden nehme. Ist, glaube ich, alles einfacher als jetzt irgendwie versuchen. Ah, nimm doch nicht mal Schaden, ist auch gut. Brauche ich diese ganzen Jumps auch nicht wieder zurück machen. So. Das war jetzt das längste. Die anderen kennen wir jetzt ja alle schon. Oh, haben die mich verjagt. Alter, ey, ich habe nur das Geräusch gehört. Ich so, Moment mal. Wo kommt die denn her? Da fehlen noch welche. Ist das drauf gegangen? Nee, nee. Hm. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht war es auch ein Bug. Egal. Oh Gott, wenn ich jetzt hier wieder sterbe, ne? Das wäre schon ärgerlich. Muss ich alles nochmal machen. Nicht sterben bitte, dass du springt hast. Laufen, springen. Sehr schön. Okay, beim anderen kann ich nicht mehr sterben. Das sind jetzt nur noch die Wölfe. Auch schon ganz schön gemein mit dem Taster. Oder Schalter, den man denkt, ja, irgendwie betätigen zu müssen, dann wahrscheinlich zigmal versucht, auf dieser Platte stehen zu bleiben. Ja, komm, komm, komm. Auch solche Seitwärtsrollen zum Ausweichen machen. Den ziehen wir jetzt. Springen einmal zurück, drehen uns. Schritt nach vorne. Springen nach vorne drücken. Jawoll. Hä? So. Medipack.
ganz schön dunkel. Ich hoffe, es funktioniert. Das Problem ist, wenn ich immer meine Lampe hier anmache, dann bin ich mega überbelichtet. Muss mir auch immer was anderes einfallen lassen, dass eine Lampe zum Aufnehmen, die ein bisschen gedimmt werden kann. Aber ich glaube, es geht ja auch so. Aber da hinten bewegt sich irgendwas. So, jetzt haben wir alles offen. Ach, guck mal, Speicherpunkt, sehr schön. Wegpacken. Ah, sehr schön. Oh. Nein. Keine Ahnung, was er war, aber sie hat gezielt. Ach, Wölfe. So. Gucken wir mal hier. Ist ein Thron. Da sitzt jemand drauf. Schauen wir, ob es in den Ecken irgendwas gibt. Ich habe noch kein Secret gefunden hier, ne? Bestimmt via 50 übersehen mindestens. Okay, hier ist diese Tür, wo ich vorhin vorstand. Aber mehr gibt es ja auch nicht, außer dieses geile Ding da. Und garantiert, wenn ich das runternehme, passiert irgendwas. Ja. Okay, jetzt. Gefallen. Ja, ist schöne Melodie wieder. Guck mal, ich bin hier lang. Gleich kommt bestimmt wieder ein Stein. Lauf doch! Drück doch nach vorne. Mann, Mann, Mann. Ist das spannend. Oh Gott, oh Gott, wo muss ich hin? Da kann ich nicht lang. Wo muss ich lang? Muss ich zurück? Oh, diese spannende Musik. Nee. Oder doch? Guck mal. Da komme ich echt zurück, ist ja krass. Aber es sind zwei Speicherstellen nebeneinander. Wahrscheinlich haben wir nicht damit gerechnet, dass man so schnell hier zurückrennt. So, ja, jetzt habe ich so ein lustiges Teil. Oh, was ist das denn? Hallo? 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 Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Okay. Ja, das machen wir dann nochmal.
Erstmal, dass hier andere Menschen da sind. Ich will ihn auch hier hinlocken. Rennt da rum wie eine aufgescheuchte Tarantel. Ja, ab und zu. Zieht sie mal. Na komm. Treffe ich den nicht? Da muss doch mal sterben. Nicht. Doch, Alter, hält er viel aus. Was? Okay. Der ist wieder aufgestanden. Well, you have my total attention now. Ah. I'm not quite sure if I've got yours though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the Skion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece, you say. Where's the rest? I put air dupes on trail. And that. So you think this talking is just... Yeah. Don't worry, little rabbit frogs are running through. Got you. Thank you. I will. Schöne Worte. Also wie, guck mal, Secrets. 0 auf 3. Krass. Ja, leider war die Tonspur da auf ein bisschen defekt. Es hat auch nicht ganz geklappt mit dem Movement zum Schluss. Aber ein bisschen was kaputt. Ja, Level geschafft. Ist aber auch komisch, der ist direkt ein Speicherpunkt. Springe aus dem Wasser, killt den und dann ist Level schon vorbei. Also, weiß ich nicht. Hätte man sich wahrscheinlich sparen können. Aber es klappt ja wunderbar. Achso, ich kann noch ein Video. Ja klar, die hält es. Das Metallseil fest und ist mit dem Bunsenbrenner dran, ne? Ist auch gar nicht heiß oder so. Aber man sieht so krass, dass es einfach gerenderte Sequenzen sind, ne? Wie gut das Model da aussieht.
Ach, das ist das Ende? Das sieht so aus? Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Tiongen, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Skion, the pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you little bug. Okay, geht weiter. Ich dachte schon, weil die gerade auf dieses Gebäude hoch ist und dieser Werbeslogan da stand, da dachte ich jetzt irgendwie so, ja, hier, ich komme gleich die Credit-Szenen oder sowas. Nee, alles klar. Hätte mich auch gewundert. Okay, neues Level. Da machen wir nächstes Mal weiter. Den schießen wir schon mal ab. Hallo, hallo. Ja, da müssen wir mal schauen. Eventuell brauche ich mal langsam neue Waffen. Okay, liebe Freunde. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Willkommen zu Tomb Raider 1. Bis dann. Ciao, ciao.